Wegstation des steten Aufstiegs der Wirtschaft Georgiens. Das Land, das früher eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie der UdSSR spielte, ist wieder in den Reihen der großen Rüstungsexporteure vertreten. Verträge mit Russland, der Türkei, Deutschland und sogar hat den Bedarf für eine in dieser Zeit besonders wichtige, sichere Ölversorgung im Mittleren Osten hervorgehoben. Wirtschaftsministerin Moore sprach heute von den unglaublichen Ölvorkommen Aserbaidschans und rief amerikanische Investoren auf, Geld für die Erschließung dieser Vorkommen bereitzustellen. In vielen Aspekten ist er ein Produkt einer vergangenen Ära. Seine Ideale sind konservativ und seine politischen Überzeugungen stammen weitgehend aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das disqualifiziert ihn als Politiker? Nein, nein, im Gegenteil. Nicolazze ist ein guter Politiker. Er hat für die Industrie Wunder vollbracht. Er ist ein brillanter Taktiker. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und ethisch gesehen? Nun. Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grims Dottir hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn... Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Das war einer zu viel. Mission ist beendet. Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen kommen. Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grims Dottir hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Das war einer zu viel. Mission ist beendet. Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden.
Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es sein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grimms Dottier hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Wer sind Sie? Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es sein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Grimms Dottier hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Ich glaube, ich habe was gehört. Vielleicht ist es besser, dass ich nichts sehe. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. War bestimmt doch nicht.
Was zur Hölle? Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bekomme ich das Gefühl, dass du lügst, mache ich das. Oh. Für wen arbeitest du? Vyacheslav Grinko. Erzähl mir von ihm. Er war mal ein Spetsnaz. Aber jetzt ist er Söldner. Er arbeitet für Präsident Nikolatze. Wo finde ich Grinko? Er trifft sich mit Messi. Beim Aufzug. Auf dem Hof. Wer ist Messi? Philipp Messi ist so ein Computer-Heini. Er hat Zutritt zu Nikolatzes Büro. Worum geht es bei dem Treffen? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, es muss was Ernstes sein. Wenn Nikolatze Grinko persönlich sehen will. Du solltest unsere kleine Unterredung jetzt vergessen. Ich verstehe. Gut. Ich will wissen, was Grinko und Messi beim Aufzug besprechen. Um dorthin zu kommen, muss ich das Lasernetz deaktivieren. Dann mach es.
brauche hier unten einen Oberst. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiasveli auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Wer sind Sie? Mach das Licht wieder an! Da kommt ein Oberst Fischer. Schnapp ihn dir. Er muss bei Bewusstsein und kooperativ sein, damit er den Retina-Scanner für die Tür zum Hof bedienen kann. Woher weißt du das alles? Es ist mein Job, alles zu wissen. Thank you.
Das war einer zu viel. Mission ist beendet. Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Massey sagen, ehe sie oben sind. Du bist ein Werkzeug. Ich bin die Hochtechnologie, der reine Machmann. Blut klebt an deinen und Nikolases Händen. Meine sind sauber. Und es ist... Ist was? Sauber. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolase auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Was in Gottes Namen treibst du da, Fischer? Die Mission ist beendet. Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Massey sagen, ehe sie oben sind. Ihr Wilden! Habt ihr das etwa mit Zangen rausgerissen? Wir hatten Probleme mit Blausteins Chip. Wie du siehst, kleben immer noch Muskelfasern dran. Ganz schön eklig. Du hast den falschen Job, wenn du kein Blut an die Hände bekommen willst. Was immer Nikolaze in Aserbaidschan auch macht, hat er selbst zu verantworten. Du bist also nur Werkzeug? Du bist ein Werkzeug. Ich bin die Hochtechnologie, der reine Machmann. Blut klebt an deinen und Nikolases Händen. Meine sind sauber. Und es ist... Ist was? Sauber. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolase auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Klingt, als hätten wir die Implantate gefunden. Ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen. Ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten. Wir werden noch mehr brauchen. Nikolases Computer. Erraten. Geh in sein Büro und aktiviere den Computer. Der Alarm braucht dich nicht mehr zu stören. Wir agieren jetzt im Rahmen der Fifth Freedom.
Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Massey sagen, ehe sie oben sind. Ihr Wilden! Habt ihr das etwa mit Zangen rausgerissen? Wir hatten Probleme mit Blausteins Chip. Wie du siehst, kleben immer noch Muskelfasern dran. Ganz schön eklig. Du hast den falschen Job, wenn du kein Blut an die Hände bekommen willst. Was immer Nikolaj in Aserbaidschan auch macht, hat er selbst zu verantworten. Du bist also nur Werkzeug? Du bist ein Werkzeug. Ich bin die Hochtechnologie, der reine Machmann. Blut klebt an deinen und Nikolajs Händen. Meine sind sauber. Und es ist... Ist was? Sauber. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolaj auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Klingt, als hätten wir die Implantate gefunden. Ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen. Ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten. Wir werden noch mehr brauchen. Nikolajs Computer. Erraten. Geh in sein Büro und aktivier den Computer. Der Alarm braucht dich nicht mehr zu stören. Wir agieren jetzt im Rahmen der Fifth Freedom.
Thank you.
verdammt! Was empfangt ihr? Schlechte Nachrichten. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Die hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolates Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Gringo! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in Nikolates Büro einzudringen. Durchsucht alles! Wir brauchen den Rest der Dateien von Nikolases Computer. Das Zeug geht direkt an den Präsidenten. Es könnte zu einem Militärschlag kommen und wir brauchen wasserdichte Informationen. Oh, verdammt! Was empfangt ihr? Schlechte Nachrichten. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Die hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolates Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Gringo! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in Nikolates Büro einzudringen. Was war denn das? Fischer, wir brauchen den Rest der Dateien von Nikolases Computer. Das Zeug geht direkt an den Präsidenten. Es könnte zu einem Militärschlag kommen und wir brauchen wasserdichte Informationen. Das war's. Gott sei Dank. Was geht da vor sich? Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Nikolase schlachtet sich systematisch durch ganz Aserbaidschan. Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Was hat er vor? Du kannst dir die Nachrichten später ansehen. Triff Wikes und lass dich da rausholen. Vielleicht war das nur dein Schatten.
bewegen uns in Richtung der hinteren Gangway. War vielleicht doch nicht. Nicolettes Büro ist sauber. Wir bewegen uns in Richtung der hinteren Gangway. Wir haben sie umzingelt. Macht Meldung. Warum wurde der Eindringling nicht gefasst? Haben wir Männer bei der hinteren Treppe? Bin kurz vor der Treppe! Was um Himmels Willen hast du da gefunden, Mann? Lambert flippt völlig aus! Was sagt er denn? Dass wir in den Krieg ziehen.